Das Stichwort Düsseldorf ist in Köln gefallen bei Super Colonia. Empfangen wir die große Ausnahme. Empfangen wir Wolfgang Reich aus Düsseldorf. Ich grüße Sie, wie ist die Stimmung? Das wird sich jetzt ändern. So. Nun werden Sie sich fragen, was will der aus Düsseldorf hier? Ich komme aus Düsseldorf, ist das schlimm? Na, gestern haben hier ein paar gebuht. Herrlich. Ich liebe das, wenn Sie buhen. Ich habe ja morgens viel mehr Theater zu Hause. Wenn ich meinen Kindern erkläre, dass ich abends wieder hier in der Provinz mein Geld verdienen gehe, ne? Aber nein, aber der Hans Süper hat... Ist jetzt gut, ja, sonst komme ich runter. Der Hans Süper hat mich gebeten, hier hinzukommen. Ich bin gerne gekommen. Ich wundere mich nur, dass die Kölner nicht schon längst gesagt haben, bei dem Süper müssen wir die Pünktchen wegnehmen. Nicht, der Hans ist nicht Süper, der Hans ist super. Und er hat viele Fans auch in Düsseldorf, deshalb bin ich auch gerne gekommen. Und er ist prominent, er ist ja im Herzen ein Musiker. Nicht, er ist nicht nur ein hervorragender Komiker, auch ein hervorragender Musiker. Und er ist auch ein typischer Musiker von der Mentalität. Ich kann mich erinnern, letztes Jahr haben wir ihn gesucht, kurz vorm Auftritt. Wo war er? Saß oben am Dach hier. Hatte gehört, dass der Chef gesagt hatte, die nächste Runde geht aufs Haus. Und ja, so ist er. So ist er. Nun ist er auch prominent und wir sollten über Prominente sprechen. Kennen Sie Jenny Elvers? Ist die zauberhaft? Die ist jetzt vor ein paar Tagen nach Mallorca geflogen. Hatte eine Bordkarte für die fünfte Reihe, hat sich aber in die erste gesetzt. Die Stewardess hin sagt, nee, Frau, hier können Sie nicht Platz nehmen, Ihre Bordkarte ist für die fünfte Reihe. Sagt, sagen Sie mal, Sie wissen wohl nicht, wer ich bin. Hä? Ich bin Jenny Elvers, die Heidekönigin. Ich kann mich setzen, wo ich will. Die frustrierte Stewardess zum Captain, sagt, hör mal, Captain, da vorne sitzt ein blondes Huhn, die gehört da nicht hin, aber ich kriege die nicht weg. Sagt der Captain, das mache ich schon. Geht zu der Elvers hin, flüstert der was ins Ohr. Och, sagt sie, das habe ich nicht gewusst. Nimmt ihre Sachen, setzt sich brav in die fünfte Reihe. Mensch, sagt die Stewardess, du kannst aber mit Frauen umgehen. Was hast du ihr denn gesagt? Sagt er, nichts Besonderes. Ich habe nur gesagt, die erste Reihe fliegt nicht nach Mallorca. Nicht? Hat er so einfach... Ist das schön? Ist das schön? Über was könnten wir uns noch? Über Frauen sollten wir überhaupt sprechen. Meine Herren, sind wir doch mal ehrlich, was wären wir ohne unsere Frauen? Glücklich, gut, aber ich meine eben... Meine Damen, jetzt kein Protest, ich bin auch verheiratet. Aber sehen Sie, ich bin ja schon ein älterer Herr, das sehen Sie ja. Und wie war das doch früher schön, nicht? Mit der Romantik. Wie lernen sich denn heute junge Paare kennen? Da ist doch nichts mehr drin. Nicht über Internet, Flirtline, Blind Date. Sehen Sie, ich habe meine erste Frau noch ganz normal beim 17-4 gewonnen. Und ja... Noch mit Herz. Meine zweite Frau habe ich im Park kennengelernt. Ich habe nach dem Hund gepfiffen, sie war schneller. Und dann hatte ich am Standesamt direkt Theater mit ihr. Sie wollte mit aller Gewalt mit aufs Hochzeitsfoto. Nun muss man sich vorstellen, ja, Frauen sind so. Ist doch herrlich. Und dann denke ich immer gerne an meinen Nachbar. Der hat jetzt seine Frau im Krankenhaus besucht. Sie war frisch operiert. Dann sagt er, Emma, wie ist es? Sagt sie, Egon, das war eine schwere Operation. Ich bin jetzt noch fix und foxy. Ich bin sowas von fertig. Sagt sie, was gibt es denn zu Hause? Sagt sie, die Katze ist tot. Die knallt mit dem Kopf ins Kissen, wird nach anderthalb Stunden Koma wieder wach. Sagt sie, Egon, nach so einer schweren Operation, da kommst du hier rein und sagst, die Katze ist tot. Konntest du mir das nicht ein bisschen nett umschreiben? Die Katze hat am Dach gesessen, kam ein Vögelchen, wollte spielen, ist sie abgerutscht. Aber doch nicht so brutal. Was macht eigentlich Oma? Sagt sie, wollte ich dir gerade sagen. Oma hat am Dach gesessen und... So, meine Damen, meine Herren, Sie wissen, wir machen heute nur ganz kurz Programm. Es geht ja ununterbrochen weiter. Wenn wir uns nicht mehr sehen sollten in den nächsten Tagen, jetzt schon mal ein frohes Weihnachtsfest, guten Rutsch in das nächste Jahr und ich sage Tschüss.